Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von ARK gemeinsam mit der lieben Julia, meine lieben Freunde. Hallo. Und nachdem wir in der letzten Folge diese heftige Bärenpleite erlebt haben, werde ich mich heute damit ablenken, dass wir hier ein bisschen was im Lager machen werden. Wir werden unter anderem ein bisschen Munition vorbereiten. Das heißt, Torpor-Pfeile und all so ein Kram, damit wir da mal ein bisschen vorankommen. Und das nächste Mal, wenn wir dann einen Bär sehen, werden wir gucken, dass wir dann da beide bestens bestückt sind mit Waffen und allem drum und dran. Also die Julia und ich. Oh, nice. Ich kann den Rockdrake-Sattel auch jetzt schon mal lernen. Und den Rex-Sattel tue ich auch einfach mal lernen, auch wenn es hier keine Rexe gibt auf der Karte. So, und dann gehe ich jetzt mal los und schnapp mir mal eine Spitzhacke und tu uns mal ein bisschen noch von dem Flint besorgen. Denn die Julia, die macht gerade ganz viel Kohle, holt noch Holz ran. Und dann wollen wir heute gucken, dass wir so ein bisschen unser Lager endlich mal beginnen. Weil ihr seht das schon selbst, hier entsteht gerade ein riesen Kauderwelsch. Das heißt, wir müssen mal anfangen, unseren ganzen Kram so ein bisschen einzusortieren. Und das werden wir auf jeden Fall heute dann in Angriff nehmen. Ja, ich mache jetzt ein paar Wände. Ich habe mir gerade Holz geholt. Und da mache ich schon mal da oben so weit zu, dass wir dahin Schränke aufbauen können. Ja, 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 das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So, ich baue jetzt hier ein bisschen die Steine ab. Dann kriegen wir da nämlich Flint und Stone raus. Da können wir dann das Spark Powder draus machen und später Gunpowder. Und dann können wir mehr von diesen Torpor Darts machen. Vielleicht schaffen wir es ja auch vom Level her irgendwann mal so weit, dass wir dann diese besseren haben. Worüber wir ja in der letzten Folge gesprochen haben. Dann sollte das vielleicht noch einfacher sein, so einen Bär zu bekommen. Oder auch irgendwas anderes wie einen Spinno oder so. So. Dann gucke ich erstmal, dass ich hier noch so ein bisschen was abklotze. Du bist jetzt noch immer Holz gerade am Holen? Nee, der Ravager ist voll mit Holz. Was heißt voll, aber der hat gut Holz noch drin. Okay. Also du baust davon gleich Schränke und dann oben das Lager, oder wie? Ja, gerade mache ich erstmal hier die Lagewände, dass wir dann die Schränke schon mal hinstellen können. Dach und so kann ich später machen. Ja, das sollte ja kein Problem sein. Ja, ich hole jetzt gerade erstmal hier so ein bisschen Stuff noch. Von dem Stein. Den haben wir jetzt auch schon fast überladen. Bringe ich das mal eben zurück. Oh ja, jetzt bin ich ordentlich überladen. Aber davon kann ich auch nochmal ordentlich Spark Powder machen. Und dann kann ich dir beim Bauen oben helfen. Dann fangen wir an, unser Lager da oben mal aufzubauen. Oh, ich bin unterwegs. Gut, bin ich langsam. Oh, der Raptor ist auch Level up. Da können wir den Raptor direkt erstmal hier ein bisschen wieder skillen. Dass er mehr Schaden machen soll. Aber die Ravager sind richtig gut zum Transportieren, ne? Die können richtig viel tragen. Ja, auf jeden Fall. Die sind echt, also die lohnen sich richtig, so Ravager. So, okay. Da machen wir nochmal ganz viel von. Dann packen wir hier das restliche Metall noch rein. So, dann zeig mal, was du hier oben fabriziert hast, ja? Soll ich auch noch ein paar Wände aufstellen, oder... Ja, brauchst du eigentlich nicht. Ich brauche vielleicht noch zwei Wände, dann habe ich hier oben rundherum erstmal zu. Ah, das sollte kein Problem sein. Es sind nämlich noch Wände übrig geblieben. Was macht der denn da, Leute? Guckt euch das mal an. Ich kann hier diese eine Wand nicht setzen. Nicht nur du. Hä? Hä? Ich kann gar keine Wand mehr setzen. Was ist denn jetzt los hier? Spinnt das Spiel rum oder was ist los, Leute? Hä? Ich glaube, unser Server ist abgestürzt oder so. Ich kann nichts öffnen. Ich glaube, der Server ist abgestürzt, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nach einem kurzen Cut wieder und machen dann direkt weiter. Ich denke, dass der Server gerade abstürzt. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder, meine lieben Freunde. Ja, der Server ist neu gestartet. Die Julia, die muss jetzt erstmal drauf connecten. Ich werde jetzt dann hier oben erstmal weitermachen und baue schon mal die Wände dran. Dann haben wir das nämlich gleich fertig. Ja, ich habe Wände im Inventar noch, wenn du brauchst. Ja, ich habe auch noch selbst genug. Wir müssen nur darauf achten, dass die sich auch richtig dran setzen. Das ist immer so eine Sache. Ja, ich musste an der Treppe ein bisschen tricksen. Ich musste da Bodenplatten hinsetzen, damit der die Wände richtig setzt. Da hast du aber dann irgendwo einen Baufehler drin gehabt.
Nee, eigentlich nicht. Na doch, wenn du das alles von Anfang an richtig machst, kriegst du das ohne Probleme hin. Du musst manchmal einfach ein Stück weiter zurück. Dann klappt das auch, dass er die richtig setzt. So, zack. Sehr schön, da haben wir das nämlich auch hier. So, und wenn man die jetzt da drauf setzt, die Wände, dann seht ihr das auch so, Leute. Dann setzt er die direkt richtig. Na, hier so, zack, zack. Das ist einfach, weil wir jetzt hier mehr Snap Points haben, wo man die dran setzen kann. Das ist, damit man einfach ein bisschen, ja, ein bisschen krasser noch bauen kann. So, das haben wir auf jeden Fall. Du machst jetzt gleich erstmal Schränke, oder wie? Ich wollte jetzt Schränke machen, ja. Ja, okay. Wie viel brauchst du denn? 20 erstmal? Ach, so viele Schränke, wie du schaffst, die wir da oben reinbekommen. So. Zack. Erstmal hier was trinken. So, dann was futtern. Sehr schön, das haben wir dann auch schon mal. Die Hula schwebt noch ein bisschen in der Luft rum hier. So. Dann würde ich sagen, da baust du gleich unten die Schränke zusammen und ich setze die hier oben hin. Alles klar. Dann geht das ein bisschen einfacher. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Dann haben wir schon mal so ein bisschen von unserer Basis einen Teil geschafft zu bauen. Und dann steht auch das Lager und dann können wir da alles schön einsortieren. Das ist nämlich die Hauptsache erstmal. Damit wir diesen ganzen Kauderwelsch weg haben. Wo bist du denn jetzt hin? Ich habe da Holz geholt aus dem Ravager. Ich mach 12 Schränke gerade. Okay. Mehr kriegen wir damit erstmal nicht hin, oder wie? Nee, ich muss dann neues Holz holen und so. Ja, okay. So. Ja, leg mir die Schränke einfach hier hin. Ja, ich bin noch am Craften. Ja. Ja, ich sag nur, leg mir die gleich einfach hin, schon mal einen Teil, dann kann ich die ja nehmen und dann bringe ich die schon mal hoch und baue die auf. Kümmere ich mich darum, dass das schon mal einigermaßen schön ist. Ich baue aber nicht so große, lange Reihen, weil wir wollen ja ein bisschen mehr, dass wir das Ganze vernünftig einsortieren können. Deswegen gehen wir zuallererst einmal hin und nutzen hier die lange Seite, Leute. Weil da drüber werden wir eine Wand machen, wie hier. Und dann seht ihr das, da passt perfekt noch ein Bild drüber. Und dann können wir da richtig schön die Sachen einräumen. So, und deswegen gehen wir jetzt erstmal hier hin. Drehen das Ganze ein wenig. So. Zack. Und haben den Schrank schon mal schön hier hingestellt. Ja, sehr schön. Das passt auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, wir machen für jedes Ding 4 solcher Schränke. Das passt. So, dann können wir immer hingehen und können einen da hinsetzen. So, und dann nehmen wir den wieder weg hier. Und dann können wir die dazwischen so stellen. Und zack, perfekt. Seht ihr, und dann haben wir hier nämlich perfekten Platz, um die Sachen dann immer rauszunehmen und wieder einzuräumen und alles. Klappt doch wunderbar. So, den nehmen wir wieder. Sehr schön, und die sind auch gut aufgestellt. So, dass sie hier perfekt genau gerade stehen die ganze Zeit. Schönes Ding. So, die habe ich jetzt alle aufgestellt. Das waren jetzt insgesamt 12 Schränke. Mehr konntest du nicht machen, ne? Nee, wir brauchen Fasern und Stroh. Fasern und Stroh brauchst du noch? Ja, ich habe jetzt eine Sichel gelernt. Ich mache jetzt eine Sichel. Ja, warte, ich stelle eine her. Eine Sichel. Oder hast du schon? Nee, habe ich noch nicht. Dann mache ich eine Sichel, dann hole ich die Fasern und du holst das Stroh. Okay, da gibt's ja alles gleichzeitig klar. Holz. Dann kümmere ich mich drum, Fasern mal zu besorgen. So, Leute, dann holen wir mit der Sichel mal ordentlich Fasern. Damit wir dann da gleich vorwärts kommen. Dann machen wir heute das Lager erstmal fertig. Sehr schöne Sache. Ja, Fasern kriegen wir schnell mit der Sichel zusammen. Das geht ohne Probleme. Geht ruckzuck, da hast du dann deine 1000, 2000 Fasern. Ich denke mal, das sollte ja dann dicke reichen, ne? Ach, klar. So. Zack, 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 zack. So. Sehr schön, dann haben wir das nämlich auch. Passt das doch auf jeden Fall schon mal.
Können wir hier nämlich so schon mal schön alles machen und vorbereiten hier. So. Ich habe jetzt 2500 Fasern. Ich hole aber noch ein bisschen mehr. Ich mache jetzt einfach... Alles klar. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen was, damit wir da mehr als genug von haben. Ich kann auch ein bisschen Stroh gleich noch dann mitholen gehen. Also Holz haben wir ja anscheinend genug. Ja, genug Holz haben wir nicht, aber ich habe noch im Inventar 400 oder 500 oder so. Ja, damit wirst du aber massig Schränke noch hinbekommen. Oder nicht? Wie viel braucht so ein Schrank? Wie viel Holz? Weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Ich meine so 60, 70, ne? Zur Not nimmst du aus den Lagerfeuern noch welches. Da liegt ja auch teilweise in einem 600 oder 700 noch drin rum. Ja, du hast gesagt, ich soll die voll machen mit Holz und für Kohle machen. Ja, wie gesagt, dann kannst du ja zur Not da rausnehmen. Das Holz, das dauert ja was, bis das verbrannt ist. Dann können wir das nachbestücken wieder gleich. Das sollten wir hinkriegen ohne Probleme. So. Ich hole jetzt auch noch ein bisschen Stroh, ne? Oh, nee. Was denn? Ich hab gedacht, mein Ark ist abgestürzt, aber doch nicht. Nee, meins läuft überraschenderweise sehr gut mittlerweile. Eigentlich so gut wie gar keine Abstürze. So. Sehr schön. Haben wir hier auch das ganze Stroh schon mal. Oh, ganz kurz einmal hier hinlegen. Jetzt warten wieder aus. Wo hast du die Fasern? Im Inventar. Ich bringe das jetzt alles mit. So, ich komme jetzt zurück zur Basis, dann bringe ich dir das. Super. So. Bringen wir das jetzt erstmal alles zurück. Und dann können wir gucken, ob wir hier vorwärts kommen. Oh, ich muss gleich auf jeden Fall was trinken noch. So. Ich leg das mal alles in die Werkbank, was ich jetzt habe, ja? Ja, mach das mal. So, da kannst du ja alles rausnehmen. Holz, Stroh, Fasern. Bitteschön. Danke. Ich leg dir jetzt auch nochmal Holz hier in die Werkbank, ja? Okay, ich mache jetzt nochmal 14 Schränke und das sollte dann wohl erstmal reichen, denke ich. Wir müssen mal gucken, weil ich will da, wie gesagt, halt oben das mehr sortiert machen, weißt du? Ja, ich kann ja immer noch Schränke nachmachen. Ja, ich habe ja jetzt hier Holz noch reingelegt, da kannst du nochmal auf jeden Fall gleich welche von machen. Ich baue die jetzt gleich erstmal auf, wir machen uns da oben alles schön und dann werden wir auch gucken, dass wir da so Gemälde machen, wo wir dann die Icons von den Sachen uns draufmalen und so. Tu mir die Schränke dann einfach in die Werkbank rein, die du fertig hast immer. Dann nehme ich die da raus und dann baue ich die da auf oben. So. 8 Stück. So, dann nehmen wir die. Bauen wir die da jetzt erstmal oben hin, Leute. Oh, da habe ich ein bisschen die falsche. Den falschen genommen zum Ansetzen hier. Müssen wir noch mal ein bisschen rüber gehen hier. Zack. So, Leute. Und zwar hier. Das ist der richtige. Ah, komm. So ein bisschen raushängen lassen will ich die nicht, die Schränke. Zack. So, dann heben wir die auf. Genau. So, dann kommen die da hin. Genau. Sehr schön. Dann haben wir das nämlich auch. So, dann hole ich hier unten noch die nächsten raus. Schon wieder 11 Stück drin. Sehr gut. Ja, ich glaube, die anderen kann ich dir gleich hochbringen. Ich habe noch 9 Stück oder so. Ja.
Ich muss jetzt erstmal eben ganz kurz schauen, dass ich hier das alles schön platziert kriege, damit wir das nachher schön alles einsortieren können hier. Und die Schränke auch keine Probleme machen. So. Zack. Sehr schön. Dann können wir den hier aufheben wieder. Und den hier. Siehst du, dann können wir das alles hier richtig schön in die ganzen Schränke uns einsortieren, die Sachen. Ja. Sogar ja gut, dann mache ich jetzt Wände. Ja, und dann kommen hier drüber, guck mal, ne, hier drüber, über den Schränken hängen wir dann die Bilder auf oder an den Seiten oder vorne drauf, wie auch immer, wo wir dann sehen können direkt, was im Schrank drinne ist immer. Dann kommen wir da voll, kriegen wir hier voll einfach einen Überblick drüber. Ja, das hört sich nach einem Plan an. Wobei ich glaube, das klappt hier nicht mit denen hinten in der Ecke. Hier die haben. Müssen wir mal schauen. Zur Not. Ja, machen wir es so. Und dann setzen wir hier hinten nochmal hier einen dran. Passt das. Sehr schön, da haben wir das nämlich auch. Ja, Leute, dann würde ich auch sagen, das war es auch von der heutigen Folge Ark gewesen. Da haben wir jetzt schon mal ein bisschen was am Lager gemacht. Dann werden wir das Lager gleich in der nächsten Folge zu Ende bringen. Und ja, mal schauen, ob wir dann wieder was zähmen oder was wir dann als nächstes machen. Wir müssen uns ja auch ein bisschen drauf vorbereiten, mal hier so ein Rockdrake-Egg zu besorgen. Dafür brauche ich dann halt hier von diesen blauen Steinen welche. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Teil schon anfertigen kann. Doch, ich kann schon einen Gleiter machen. Ja, sehr geil. Da können wir uns jetzt einen, so einen Gleiter können wir uns quasi schon mal anfertigen. Und dann brauchen wir natürlich auch noch eine Rüstung. Am besten eine aus Metall, ja. Die ist ganz wichtig. Ja, die können wir auch sogar anfertigen. Ja, da kann ich jetzt mal gucken, dass ich dann demnächst mit der Julia losgehe und wir dann versuchen, einen, hier, wie heißt es? Rockdrake-Egg zu besorgen. Das wird nicht einfach. Ist eine ziemlich schwierige Sache. Da brauchen wir auch extrem viele Kletterhaken. Das heißt, Metall sollten wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen was besorgen, weil da hätten wir jetzt definitiv dann zu wenig, wenn wir das machen wollen würden. Ja, da können wir ja beide die hohen Ravager nehmen und dann. Genau, dann gehen wir zu zweit mal in einer Folge, gehen wir dann Eisensachen holen. Dann passt das. So, Gleiter sind hinten dran. Sehr schön. Und wie die fliegen, das zeige ich euch dann in der nächsten Folge, ja? Alles klar, Leute. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.